So, es geht ums Vokabellernen. Und fürs Vokabellernen ist natürlich der Google-Übersetzer das A und O. Vor allen Dingen in die Sprachen Arabisch, Dari, Farsi und so weiter. Da gibt es nicht viele andere Übersetzer, die das können. 120 Sprachen kann Google. Man kann diese Sprachen auch herunterladen. Und damit ist Google Translate dann offline verfügbar. So, hier zeige ich mal die Kamerafunktion von Google Translate. Ich kann einen Text mit der Kamera erfassen, ihn einscannen, kann die einzelnen Vokabeln dann anklicken, bekomme die sofortige Übersetzung und kann natürlich auch dann alles auswählen, die Funktion ist unten, alles auswählen und sehe dann den ganzen Text. Der Text ins Englische ist ja nicht ganz perfekt, aber es geht ja darum, dass ich den deutschen Text verstehe. So, wenn ich jetzt nochmal auf diese Kamerafunktion klicke, dann zeige ich euch, wie dieses Sofortübersetzung geht. Die Sofortübersetzung ist im Moment aus, also man sieht sein Deutsch. Und wenn ich jetzt rechts unten auf dieses durchgestrichene Auge klicke, dann wird alles grün und das ist übrigens nur machbar mit heruntergeladenen Sprachpaketen. Obwohl, Arabisch kann man auch herunterladen und da funktioniert die Sofortübersetzung leider nicht, aber mal. So, hier zeige ich nochmal, wie Vokabeln einzeln, die ich jetzt gerade angeklickt hatte, einzeln markiert werden können, als Favorit hinzugefügt werden können zu dem Wortschatz. Das ist jetzt mein persönlicher Wortschatz, den kann ich mit dem PC synchronisieren, wenn ich möchte. Und wenn ich jetzt auf diese einzelnen Wörter nochmal draufklicke, dann bekomme ich von Google die ganz normalen Zusatzfunktionen, die es auch im Browser gibt. Nämlich hier unten übersetzt, alternative Übersetzung, Adjektive und so weiter. Tolle Sache.